Ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich, die Sie uns hier heute und morgen begleiten möchten. Wir haben dank der Grußworte oder der zeitlichen Dimension der Grußworte jetzt einen zeitlichen Vorsprung schon erreicht. Den können wir sicherlich gut benutzen bei unseren Diskussionen, Fragen zu den Vorträgen, die uns jetzt im ersten Panel erwarten. Ja, die Grußworte haben schon darauf hingewiesen. Das erste Panel ist unter dem Titel Forschen jenseits der Metropolen angesetzt. Das heißt also, die Vorworte, die Grußworte haben natürlich die beiden Begriffe Peripherie und Metropole schon problematisiert. Metropolen werden ja in der Regel als Gewinner- und Vorbildstädte gesehen mit dem besonderen Kanon an Attraktivität. Das hat Gilbert Lupfer gerade gesagt. Und deswegen wird ihnen auch eine besondere Innovations- und Strahlkraft zugebilligt. Und genau das war der Ausgangspunkt, dass wir geschaut haben und schauen wollten, was aber für die Provenienzforschung dennoch genauso strahlend und vorbildhaft wirkt, jenseits der Metropolen. Und ich glaube, alle Kolleginnen und Kollegen, die uns schon länger begleiten, werden da mir zustimmen, dass das, was wir Erstcheck genannt haben und immer noch so nennen, genau dieser Punkt ist, dieser wichtige Punkt, dass wir schon vor Jahren geschaut haben, als große Projekte an großen Häusern durchgeführt wurden, an den Landesmuseen, an den Staatsgalerien, an den Universitäts- und Staatsbibliotheken, dass wir da geschaut haben, wie sieht es aus in den Museen, wo in der Regel eben die Leiterin der Leiter auch die einzige ausgebildete Fachkraft ist. Wie sieht es aus in den Bibliotheken, die keine wissenschaftlichen Aufträge und Aufgaben haben, also jene Bibliotheken, die vorrangig dafür da sind, Bürger, aber auch Schüler und Kinder mit Medien zu versorgen, nicht allein mit dem traditionellen Medium Buch und dennoch über historische Altbestände verfügen, die kaum wissenschaftlich erschlossen werden könnten oder konnten und vor allen Dingen eben durch das Personal, das ganz andere Aufgaben hat, gar nicht in die Hand genommen werden kann, ausgewertet werden kann, somit eben auch keine Suche stattfinden kann nach NS-Raubgut. Und diese Form der Unterstützung mit dem Erstcheck, dass wir erfahrene Kolleginnen und Kollegen zu diesen kleineren Museen und Bibliotheken schicken, hat sich bewährt. Und einer der bewährtesten Kollegen, ohne den anderen, glaube ich, da irgendetwas von ihren Verdiensten abzusprechen, da zu diesen Kollegen zählt Christian Riemenschneider, der seit einigen Jahren für den Landschaftsverband Südniedersachsen hier sehr erfolgreich tätig gewesen ist. Und alles, was eben auch Gilbert Lupfer schon angesprochen hat, glaube ich, das gehörte zu den Erfahrungen und gehört zu den Erfahrungen von Christian Riemenschneider. Also kleine städtische Sammlungen und dabei eben auch die Entdeckung bei den Geschenken, bei den Zustiftungen, bei den Widmungen von Bürgern. Vielfach, dass ein Haus gekauft wurde vor nicht langer Zeit und man sieht, dass wiederum die Vorbesitzer, die es irgendwann in den 1930er Jahren erworben haben, dort Sachen, man will nicht sagen versteckt haben, aber doch auf Dachböden einfach zurückgelassen haben. Und die heutigen Besitzer dachten, das könnte doch etwas für das Museum sein. Und dann verbargen sich dahinter ganz interessante, ganz wichtige Geschichten, nicht nur eben für so eine Stadt und so eine Region, sondern durchaus weiterreichend. Und in diesem Zusammenhang darf ich auch schon auf den nächsten Montag hinweisen, denn das fanden nicht nur wir interessant, ich hoffe auch die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt finden es sehr interessant, sondern auch ein Filmteam hat Christian Riemenschneider begleitet. Also da darf ich schon etwas Werbung machen. Das wird in der nächsten Woche am Montag in Göttingen aufgeführt. Ich werde, das darf ich entschuldigend vorausschicken, die Referentinnen und Referenten dieses Panels nicht ausführlich vorstellen. Das soll keine Unhöflichkeit sein, aber die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier kennen sich ohnehin untereinander und da sind die Inhalte der Vorträge vielleicht etwas wichtiger als die biografischen Anmerkungen. Das zum einen und zum anderen können Sie das auf unserer Webseite Peripherie ja auch nachlesen, was Sie sonst noch wissen möchten über unsere Referenten und Referentinnen.
Ja, lieber Herr Riemenschneider, insofern darf ich Ihnen das Wort übergeben und wir freuen uns auf Ihren Bericht. Ja, vielen Dank, Herr Hartmann, für die Einführung. Guten Morgen an alle zusammen in der Runde, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich möchte den Aufschlag machen heute Morgen mit einer Einführung in die kleinen stadtgeschichtlichen Museen und die Provenienzforschung dort, die ich genannt habe, von allen etwas, weil, wie Sie sehen werden, dort eine große Palette von Objekten relevant für die Provenienzforschung zu finden war. Ich gebe erstmal einen kleinen Einblick in die Rahmenbedingungen der Provenienzforschung in Südniedersachsen. Das ist ein Verbundprojekt des Landschaftsverbandes Südniedersachsen in eben den kleinen stadtgeschichtlichen Museen. Die Initiative ging 2015 unter anderem natürlich mit der Gründung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste aus, dann über die Länder, Ministerium Wissenschaft und Kultur und dann eben auch über den Museumsverband Niedersachsen-Bremen und eben das neu gegründete Netzwerk Provenienzforschung Niedersachsen, das mit einer Stelle der Kollegin Claudia Andratschke in Hannover angesiedelt ist. Und für dieses Vorhaben erschien es am geeignetsten, die Museumsberatung des Landschaftsverbandes anzusprechen, um diese Forschung auch eintüten zu können und den Kontakt zu den kleinen Museen herstellen zu können. Ja, seit 2016 haben wir drei Erstchecks in insgesamt 13 Museen der Region durchgeführt. Im Moment führe ich den dritten Erstcheck durch in 4 Museen in Südniedersachsen. Und von 2018 bis 2021 haben wir die Befunde oder die fraglichen Gegenstände in den Museen in 8 von 9 Erstcheck-Museen in einer tiefen Forschung näher untersucht. Auch das mit der Förderung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste. In dieser tiefen Forschung haben wir insgesamt, also die Zählung der Objekte in Museen, wie Sie alle wissen, ist ja immer sehr relativ, aber ungefähr einen Gesamtumfang von 100.000 Objekten gehabt. Einige tausend Bücher waren dabei. Von diesen Objekten haben wir oder habe ich 15.000 Objekte oder Bücher gesichtet. Also das Sichten, auch das wissen Sie ja, hat verschiedene Tiefe gerade sozusagen. Aber viele Bücher habe ich tatsächlich einzeln in die Hand genommen und auf Provenienzspuren untersucht. Davon waren 365 Objekte, waren oder sind noch fragwürdig in ihrer Provenienz. Und im Nachgang zu der tiefen Forschung wurden jetzt bisher 2 Bücher restituiert an die Einbecker Freimaurerloge. 4 Rückgaben sind in Vorbereitung. Das sind ebenfalls 2 Masonica im Museum Alfeld und 2 Human Remains ebenfalls aus dem Museum Alfeld. 14 weitere Objekte wurden empfohlen für die Restitution und eine Rückgabe einer Skulptur im Museum Hallmünden ist strittig. Ja, Herr Hartmann hat es eben schon erwähnt, die Vermittlung neben der Darstellung auf unserer Website haben wir auch einen Dokumentarfilm gedreht mit dem Titel Fragliche Herkunft. Dieser ist im Moment über die Produktionsfirma Akinema, aber auch über unsere Website des Landschaftsverbandes als Trailer einsehbar. Am nächsten Montag ist dann die Premiere in Göttingen. Wer in der Nähe ist oder Lust hat, vorbeizukommen um 17.30 Uhr, nächsten Montag in Göttingen im Kino, Programmkino Méliès. Herzliche Einladung an alle, die da noch Zeit haben. Ja, Provenienzforschung wird vielfältiger. Einer der Aufhänger dieser Konferenz ist ja das Stichwort Peripherie. Was ist am Rande, was ist bisher nicht intensiv bearbeitet worden von der Provenienzforschung? Aber wie steht dem eigentlich auch der Begriff Knotenpunkte gegenüber? Ich habe es mal Knotenpunkte genannt, weil ich denke, dass die stadtgeschichtlichen Sammlungen in ihrer großen Vielfältigkeit von Alltagskulturgegenständen, Kunstgewerbe, bildende Kunst, visuelle Medien, Druckhandschriften und so weiter, es ist eben von allem etwas vorhanden, sodass viele Ansätze der Provenienzforschung sich eben in den kleinen stadtgeschichtlichen Sammlungen auch verbinden. Wir haben dann aber auch, ich habe es mal periphere Untersuchungsgegenstände genannt, darauf gehe ich gleich noch ganz kurz ein.
die aber, wie ich meine, trotzdem auch relevant sind. Es sind historische aber auch die Altbestände in Museumsbibliotheken und sogar Grundstücke oder Museumsgebäude. Dann haben wir eben auch die diversen Quellengattungen. Das ist natürlich deckungsgleich auch mit anderen Provenienzforschungsansätzen, aber auch da in den kleinen stadtgeschichtlichen Museen. Eben die Museumsdokumentation, die Archivalien, die Bildquellen, Objekte selbst, Oral History, Zeitungen, Jahresberichte, Versicherungslisten, Rechnungen etc. Und ja, ganz besonders wichtig für den Stichpunkt Knotenpunkte, ich habe es Problemfelder genannt, die sich herauskristallisiert haben bei der Forschung. Da sind zum einen Objekte der Arbeiterbewegung, Objekte aus jüdischen Kontexten, Freimaurer, Produkte von Zwangsarbeitern, die Ethnographika, Gegenstände aus kolonialen Kontexten, menschliche Überreste, sacred Objekte oder auch sensible Objekte, das überschneidet sich teils ein bisschen. Kriegsbeute, kirchliche Kontexte, einige sehr wenige Objekte mit DDR- oder SPZ-Bezug und den Kunsthandel und Auktionen. Genau, hier möchte ich ganz kurz auf, was ich eben periphere Untersuchungsgegenstände genannt habe, eingehen. Das ist einmal links zum Beispiel ein Freilichtgelände im Oberharzer Bergwerksmuseum in Clausthal-Zellerfeld. Die Frage bestand im Voraus, wurde das Gelände vielleicht arisiert 1934? Es konnte aber eben herausgefunden werden, schon beim Erstcheck, dass das Gelände, das einem jüdischen Nachbarn des Geländes und der eben auch Museumsvereinsmitglied war, Paul Sauer, 1934 verkauft wurde an das Museum, aber der Kaufpreis, der dann auch gezahlt worden ist, schon 1929 vereinbart worden ist, so dass hier und auch konnte man in den, in den Rückerstattungsakten nach dem Krieg sehen, wo das Grundstück nicht aufgeführt wurde, dass dieser Kauf zu fairen Umständen geschehen ist. Oben rechts ein Schreibtisch zu sehen im Stadtarchiv Moringen. Dieser Schreibtisch und noch ein weiterer Schreibtisch stammt aus dem Jugendkonzentrationslager in Moringen. Es ist somit kein Objekt, was unrechtmäßig entzogen wurde, aber von dem ich denke, dass es eine sehr sensible Provenienz hat. Und auch da bestehen schon Pläne, diese Schreibtische in der Ausstellung der Gedenkstätte irgendwie einzubeziehen. Und unten rechts das Bild eines Buches, stellvertretend als Beispiel für Altbestände der Museumsbibliotheken, die eben auch immer mit in die Forschung eingeflossen sind. Dieses Buch stammt aus der jüdischen Samson-Schule in Wolfenbüttel, die zwar vor 1933 schon aufgelöst wurde, deren Buchbestände aber nachher beschlagnahmt worden sind. Dieses Buch ist allerdings abverkauft worden nach 1945 und dann legal angekauft worden vom Museum Einbeck. Ja, die Problemfelder, die ich eben angesprochen habe, diese lange Latte von Aufzählungen, möchte ich jetzt an einigen Objektbeispielen näher darstellen. Ich beginne mal mit Objekten der Arbeiterbewegung, Sozialistika. Hier haben wir ein kleines handgemaltes Bild aus dem Museum Osterode am Harz. Es wurde 1933 beschlagnahmt bei einer Hausdurchsuchung bei dem KPD-Funktionär Ernst Däke, der im sogenannten roten Stadtteil von Osterode den schönen Namen Freiheit lebte. Er wurde vielfach verhaftet in der NS-Zeit und das Material, was beschlagnahmt worden ist, ist 1937 als sogenanntes gegnerisches Material von der NSDAP-Kreisleitung an das Museum überwiesen worden. Und dort hat es die sogenannte Kampfzeit der NSDAP illustriert. Die Provenienz ließ sich sehr gut nachvollziehen anhand von Notizen hinten auf dem Bild. Der Name Däke war vermerkt und im Stadtarchiv waren auch Unterlagen vorhanden zu dem Beschlagnahmeprozess. Dann haben wir den Bereich Judaika oder Hebraika. Links unten sehen Sie als Beispiel im Museum Uslar eine sehr schöne Agada mit Illustrationen von Otto Geismar. Dieses Buch war ohne Provenienz ins Museum gelangt und es ließ sich klären über Gespräche, dass dieses Buch von dem früheren Besitzer Heinz Karlberg
der dann in Israel lebte, dem Museum in den 90er Jahren geschenkt wurde. Oben rechts sehen Sie einen weiteren Ritualgegenstand, einen Torazeiger und auch darunter eine kleine Bessamim-Büchse, zwei Judaika im Museum Nordheim. Die untere Bessamim-Büchse ist gefälscht, hat eine neuere Provenienz, also ein unrechtmäßiger Entzug fällt damit weg. Für den Yad oben konnte nicht genau geklärt werden. Er stammt wahrscheinlich aus der sephardischen Gemeinde in Wien aufgrund einer kleinen Inschrift, die man aber hier auf dem Bild nicht sieht, die von der aber unsicher ist, ob sie vielleicht später zur Hebung des Marktwertes erst auf dem Objekt angebracht worden ist. Dann bleiben wir im jüdischen Kontext. Hier geht es aber nicht um zeremonielle Gegenstände, sondern um Alltagsgegenstände. Hier einmal links zu sehen aus dem Museum Alfeld, eine Stadtgeschichte der Stadt Rodenberg. Und dieses Buch wurde in der NS-Sprache genannt, verwertet nach der Deportation der früheren Besitzerin Clara Plaut 1942. Das ließ sich ziemlich lückenlos klären. Wir haben dieses Buch zur Rückgabe angeboten, konnten aber leider trotz mehrerer Versuche von mehreren Seiten zu den Erben, die heute in Australien leben, keinen Kontakt herstellen. Ein weiteres Beispiel aus diesem Feld ist rechts ein historischer Schaukasten, der früher an dem Geschäft in jüdischem Besitz Emil Hochberg angebracht worden war. Dieses Geschäft wurde 1938 dann arisiert. Emil Hochberg ist 1943 in Auschwitz umgekommen. Für den Schaukasten konnten wir aber klären, dass er 1919 schon bei der Sanierung des Hauses von Emil Hochberg an das Museum für einen kleinen Preis verkauft worden ist. Ja, gehen wir zum nächsten Bereich über die Freimaurergegenstände. Links sehen wir einen Stempel der Alfelder Freimaurerloge. Für diesen konnten wir auch eine unbedenkliche Provenienz rekonstruieren. Und zwar wurde er 1989 vom Brauereidirektor Stiefel angekauft, der vor der Schließung der Loge 1935 der Schriftführer der Loge gewesen ist. Rechts oben sehen Sie ein Bild des Inventars der Loge in Einbeck, Georg zu den drei Säulen. Dieses Inventar ist auch in der NS-Diktion verwertet worden. Sehr interessant ist aber, dass die kulturgeschichtlich interessanten Gegenstände aus dem Besitz der Loge erst im Museum in Einbeck gelandet sind und 1945 gleich zurückgegeben worden sind. Sie sehen hier unten auf dem Bild den Stuhl des Meisters vom Stuhl. Dieser ist bis heute eben in der Loge vorhanden und dessen Weg konnten wir ziemlich lückenlos klären. Ja, ein Feld, was wir ganz am Anfang der Forschung gar nicht auf dem Schirm hatten, was aber dann wiederum auch nicht überrascht, dass Objekte von oder Erzeugnisse von Zwangsarbeitern eben auch in die Sammlungen gelangt sind. Hier haben wir zwei Beispiele aus dem Museum Uslar in Solling. Links sehen Sie eine Kopie nach dem Bild Morgen im Kiefernwald von Iwan Schischkin, das sich heute in Moskau befindet. Unten rechts sehen Sie, und das war der einzige Hinweis eben auf diese problematische Provenienz, eine Anmerkung, dass das Bild eben von einem russischen oder sowjetischen Zwangsarbeiter 1944 hergestellt worden ist. Und die gleiche Spur konnten wir für das Kästchen, was Sie da oben drüber rechts sehen, mit Strohintarsien und Malerei. Auch da lag eine Objektbeschreibung, die angab, dass eben aus der Erinnerung des Gebers das hergestellt wurde, um diese Gegenstände gegen Nahrungsmittel oder andere lebenswichtige Güter einzutauschen. Ja, der Bereich Ethnographika, ein großer Bereich. Ich gebe hier noch ein paar kleine Beispiele an. Besonders im Stadt- und Tiermuseum Alfeld befinden sich Ethnographika über 100 Stück. Überrascht nicht, weil Alfeld im 19. und 20. Jahrhundert ein Zentrum des internationalen Tierhandels war, entstanden aus dem kleinen Kanarienvogelhandel. Diese Handelsreisenden, die dann später auf jedem Kontinent Tiere gefangen haben, haben dann aber eben nicht nur Tiere, sondern auch Menschen. In den 1870er Jahren gab es mehrere Völkerschauen in Alfeld und eben aber auch Ethnographika mit zurückgebracht. Und rechts sehen Sie ein, ich finde, besonders prächtiges Stück aus der Sammlung, ein Kokroti, ein
ein Kopfschmuck von den Kayapo in Brasilien, der ungefähr um 1960 hergestellt worden sein muss. Hier noch ein paar andere Beispiele aus weiteren Museen, auch wieder das Museum Uslar, was zwischen 30 und 40 Ethnografika besitzt. Aber eben sehr interessant, diese kleine Sammlung enthält Objekte eigentlich aus jeder deutschen Kolonie. Links eine Bronzeplastik aus China, eine Guanyin, oder oben rechts ein Brustschild, Wabapu genannt, aus dem Norden von Papua-Neuguinea. Und ganz unten zwei Straußeneier, die als Wasserbehälter benutzt worden sind, aus dem früheren Deutsch-Südwestafrika. Auch hier sind die Schenker bekannt. Es gibt sogar eine ganze Reihe Quellen, Tagebücher dazu. Und für das Museum Alfeld zum Beispiel hat sich an den Erstcheck jetzt ein auch DZK-gefördertes Projekt angeschlossen, ein Kontexterforschungsprojekt zum internationalen Tierhandel, was dann die Einbettung der Ethnografika eben erleichtern soll in größere Provenienzzusammenhänge. Ja, daran anschließend Naturalia aus Außereuropa, auch im Museum Uslar. Links unten ist dieser Paradiesvogel vorhanden, von dem man den Sammler kennt, Rudolf Braukmann. Er ist später bei dem Aufstand auf Pohnpei im Pazifik ermordet worden. Deswegen finden sich zu ihm relativ viele biografische Angaben. Rechts oben der Panzer einer Schildkröte, auch von Rudolf Braukmann gesammelt. Und unten im Museum Alfeld ein Leopardenfell. Auch weiter in dem kolonialen Kontext stehen sind Objekte wie das Reisespiel, was Sie links sehen, in die deutschen Kolonien, klassisches Brettspiel, oder auch Uniformteile. Rechts oben sehen Sie den Uniformhelm von Karl Schocke, der Kolonialdienst in China von 1906 bis 1909 abgeleistet hat. Und unten rechts aus dem Museum Alfeld sehen Sie Beispiel von Fotoalben, die Tierfänger auf ihren Tierfängerreisen gemacht haben, die wiederum auch eine interessante Quelle darstellen. Also Schilde, wie Sie auf diesem Bild sehen, finden sich auch im Museum Alfeld und gegebenenfalls kann sich da auch ein Provenienzzusammenhang herstellen lassen. Menschliche Überreste sind auch vorhanden in den Museen, zwar wenige, aber in dem Karton unten links mit der Aufschrift Fragliche Herkunft, von dem wir übrigens auch den Filmtitel für den Dokumentarfilm abgeleitet haben, Fraglich Fragil. Ja, fragil, die Herkunft von zwei Schädeln in diesem Karton, der in der Stadtarchäologie lagert in Alfeld, ist eine sehr sensible Herkunft, denn es handelt sich um die Schädel von zwei indigenen Frauen aus Australien, auch da möglicherweise wieder im Kontext des Tierhandels und der Tierhandelsreisen nach Alfeld gekommen. Diese Schädel sind in Beforschung, sie sind auch der entsprechenden zuständigen Stelle in Australien gemeldet und da wird gerade geforscht und auch überlegt, wie diese Schädel zurückgegeben werden können. Also sie werden auf jeden Fall zurückgegeben. Und das ist gerade in Bearbeitung. Oben rechts sehen Sie einen kleinen Papierumschlag und ein kleines Foto. Darin befindet sich die Haarlocke von Grete Sophie Ballin. Diese Haarlocke ist nicht in einem Unrechtskontext ins Museum gegeben worden, entstanden. Es ist ein Freundschaftsgeschenk um 1915 zwischen zwei Freundinnen, eben Grete Ballin und Alma Kaiser, gegeben worden. Grete Ballin ist später mit ihrer Tochter deportiert worden und ist in einem Lager in Osteuropa umgekommen. Und vor diesem Hintergrund denke ich schon, dass dieses Geschenk doch auch mit entsprechenden Anmerkungen im Museum in der Ausstellung präsentiert werden sollte. Auch dieses Objekt haben wir Zurückgabe angeboten an die Nachfahren, die in Tel Aviv und in Berlin wohnen, die aber gesagt haben, im Moment ist es gut, da wo es ist. Ja, aber die Existenz dieser Locke ist in der Familie bekannt. So, diese Fragmente von hebräischen Schriften habe ich mal in den Kontext Secret Sacred Objects mit eingeordnet. Es handelt sich einmal ganz links unten um
ja, Koperten aus Machzorim, also Gebetbüchern, jüdischen Gebetsbüchern für die hohen Feiertage. Sehr, sehr alte Schriften aus dem 13. Jahrhundert. Also es sind damit die ältesten materiellen Zeugnisse jüdischen Lebens hier in Südniedersachsen. Die befinden sich im Stadtarchiv in Duderstadt und wurden da als Koperten für ganz andere städtische Akten schon im 15. Jahrhundert. Also es ist interessant, eine ganz frühe Pfändung oder Entziehung von jüdischem Kulturgut belegt 1465, und eben diese Schriften wurden dann zerschnippelt und als Bucheinbände weiter benutzt. Rechts sehen Sie ein Fragment einer Tora-Rolle. Das wurde gefunden in den 80er Jahren unter den Dielen eines Hauses in Nordheim, wo sie als Dämmmaterial benutzt wurden. Und keine jüdische Gemeinde hätte ihre Tora-Rolle überhaupt rausgegeben und schon gar nicht, um sie dann so entweihend verwenden zu können. Und da in einem Gespräch vor mehreren Jahren im Städtischen Museum in Göttingen, wo auch eine Tora-Rolle präsentiert wird, mit der Repräsentantin einer jüdischen Gemeinde hier in Göttingen, die meinte, es sei eher unangemessen, diese Dinge so ohne ja, Kontext oder auch ohne einen Vorhang, den man dann über die Vitrine legen könnte, dass das sehr unangemessen wäre. Also auch da sollte man diskutieren, wie die Präsentation dieser Objekte verlaufen kann. Dann sensible Objekte. Hier geht es um dieses Aluminiumgeschirr, was Sie rechts auf dem Bild sehen können, was im Heimatmuseum Moringen gesammelt wurde. In Moringen, muss ich dazu sagen, bestand seit dem 18. Jahrhundert ein sogenanntes Werkhaus für soziale Außenseiter. Von 1940 bis 1945 war im selben Gebäude auch ein Konzentrationslager für Jugendliche untergebracht. Und dieses Aluminiumgeschirr aus dem Konzentrationslager wurde im Museum aber irrtümlicherweise diesem Werkhaus oder dieser Werkhauszeit zugeordnet. Aber durch eingekratzte Häftlingsnummern und Namen konnte ich belegen, dass das Geschirr aus dem Konzentrationslager stammt. Und ein Teller, den Sie da sehen, wurde zum Beispiel vom, also zu dem Zeitpunkt höchstens 16-jährigen Harry Bühner benutzt. Er stammte aus Königsberg in Ostpreußen und hatte die Häftlingsnummer 1069. Also ich denke, auch da wäre es eine Vermittlungschance und eben angemessen, dieses Geschirr nochmal in einem anderen Kontext mit Hinweis auf seine Herkunft zu präsentieren. Ja, das Thema Kriegsbeute, last but not least, das ist der einzige Fall, den ich festgestellt habe im Bereich der stadtgeschichtlichen Museen. Es handelt sich hier um 6 französische Orden, und der Schenker hat selbst bei der Übergabe dieser Orden in den 70er Jahren an das Museum angemerkt, dass er selber als Wehrmachtssoldat diese Orden 1940 beim Übergang über die Marne in Frankreich von einem dortigen Lastschiff erbeutet hat. Und was es mir auch in dem Moment leicht gemacht hat, die Objektbeschriftung aus den 70er Jahren hat sogar das Stichwort Kriegsbeutegut vermerkt. Ja, Provenienzforschung in Südniedersachsen, ein Zwischenfazit. Was kann man aus dieser Präsentation jetzt gerade noch ziehen? Also vielfältige Sammlungen bedeuten eben auch vielfältige Forschungsansätze, eine ganze Reihe von Problemfeldern, die ich eben dargestellt habe, eine Reihe von Erkenntnissen und auch vielfältige Fragen, die bleiben. Ja, stadtgeschichtliche Museen bilden darüber hinaus den unrechtmäßigen Entzug in der NS- und Kolonialzeit und eben auch verfolgte Gruppen sehr breit ab. Und die Vermittlung der Ergebnisse in den beforschten Museen sind noch unzureichend, muss man aber sagen, trotz der ganzen Vielfalt. Es besteht ein großes Interesse daran, diese Ergebnisse zu vermitteln, aber Personalressourcen sind sehr knapp in den kleinen Museen. Und darüber hinaus wird nicht von allen, aber einem Teil der Museen das Thema Provenienzforschung auch als schwierig empfunden. Nicht unbedingt politisch schwierig, sondern es gibt Vorbehalte, kann man das überhaupt interessant an die lokale Bevölkerung vermitteln? Ich denke ja, aber da sind wir auch noch im Gespräch, und der Landschaftsverband plant zurzeit ein Forschungsprojekt zur Vermittlung der Provenienzforschung. Wir wollen eine kleine Feldforschung
in den Museen, in den Städten mit Besucherinnen oder Nichtbesucherinnen machen und eben da herausfinden, wie man Provenienzforschung auch besser vor Ort, nicht nur überregional, sondern auch lokal vermitteln kann. Und das wollen wir dann eben auch tun mit einer Ausstellung im neu eröffneten Forum Wissen der Universität Göttingen hier. Ja, warum bleiben aber viele Provenienzen trotz intensiver Forschung unklar? Das ist jetzt kein Spezifikum, was nur stadtgeschichtliche Museen betrifft. Das kennen sicherlich alle Kolleginnen und Kollegen so. Also die Quellenlage ist natürlich ganz entscheidend, aber auch der Erschließungsstand der Sammlungen, wie viele Objekte sind überhaupt zuweisbar zu den Quellen, zu der Museumsdokumentation. Ein begrenzter Projektzeitraum, in dem vieles möglich ist, aber eben dann auch Dinge priorisiert werden müssen. Und last but not least, im Gegensatz zu Kunstwerken hinterlassen Alltagsgegenstände oder auch besonders Serienprodukte eben sehr viel flachere Spuren, sag ich mal, als unikate Kunstwerke. Aber warum können wir dennoch auf immer mehr Provenienzen zurückgreifen? Also die Professionalisierung und auch die Förderung sowie die Institutionalisierung der Provenienzforschung schreitet voran. Aber auch die internationale Erschließung, Digitalisierung von Quellen, der Material Turn in den Geisteswissenschaften, die Vernetzung von Provenienzforschungsprojekten, aber eben auch das steigende Interesse von Gesellschaft und Politik trägt eben dazu bei, dass wir immer mehr über die Museumssammlungen und Provenienzen wissen. Im Rahmen meines Provenienzforschungsprojektes habe ich bisher keine Spuren von Objekten zu deutschen Sinti zum Beispiel, Homosexuellen oder Zeugen Jehovas oder Widerstandskämpfern gefunden. Aber dazu werden wir im Laufe der Tagung auch noch etwas hören. Ich bin sehr gespannt, was die Kolleginnen und Kollegen dann dazu herausgefunden haben und präsentieren. Soweit aus Südniedersachsen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen, vielen Dank. An dieser Stelle hätten Sie sonst den Beifall gehört, den Sie sich aber, glaube ich, oder wir alle jetzt auch denken können. Vielen Dank für diesen interessanten Einstieg in unser Thema und den Überblick eben über Ihre Arbeit. Ja, liebe Frau Schmiegel-Drietig, von Peripherie zu reden, wenn wir von den Standorten Ihrer Arbeit, Ihres Arbeitgebers, wenn ich so profan sagen darf, also den Residenzen der aufstrebenden Zentralmacht Brandenburg-Preußen, sich zu etablieren zwischen Frankreich, Russland und Österreich, da mag man sicherlich nicht von Peripherie sprechen. Aber, und das, glaube ich, ist der zentrale Punkt Ihres Referats, auf das wir uns freuen, in so einem Haus, in dem Sie tätig sind, mit großen Einrichtungsschlossmuseen, wie gesagt, in Berlin und Potsdam, alle kennen Sie, aber dazu gehören eine Reihe weiterer Museen, Schlossmuseen und anderer Stätten. Und ich habe natürlich jetzt auch nochmal gerade geschaut auf die Webseite und auch im Vermittlungsprogramm der Stiftung Schlösser und Gärten geht es nicht allein um die Bauwerke, um die Ausstattung, natürlich um die Gemäldegalerien, sondern auch die Küche kann man besichtigen in Sanssouci. Also auch hier um Alltagsgegenstände, aber natürlich der besonderen Art. Das sind andere Gegenstände für ein Königshaus als jene, die uns gerade Herr Riemenschneider vorgestellt hat. Also insofern wollen wir hier jetzt noch den Blick in eine andere Komplexität werfen und freuen uns, dass Sie Ihre Arbeitsgebiete hier jenseits eben der Zentren in Berlin und Potsdam vorstellen wollen. Und damit übergebe ich Ihnen sehr gerne das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Hartmann, und vielen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Es war natürlich für mich auch so die erste Überlegung, was erzähle ich Ihnen, weil man ja bei den Liegenschaften der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten eben nicht von Peripherie reden kann. Also die Liegenschaften sind ja im Wesentlichen zwar in Brandenburg, aber zu einem guten Teil auch in Berlin. Deswegen habe ich so im ersten Moment gedacht, na, viel mehr Zentrum geht eigentlich gar nicht. Und ich muss auch gleich sagen, ich werde auch mit meinen Überlegungen eher wieder back to the roots der Provenienzforschung, also zu dem, womit alles angefangen hat, kommen.
und im Prinzip sozusagen ein Komplementärvortrag zu Herrn Riemenschneider halten. Natürlich gibt es bei uns in der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten für die Provenienzforschung eine Reihe von Besonderheiten, die sich unmittelbar auf meine wissenschaftliche Arbeit auswirken. Und diese Besonderheiten sind zwar nicht absolut spezifisch für die Institution, also in der einen oder anderen Form wird das auch andere Kollegen in anderen Häusern treffen, sei es zum Beispiel die geografische Lage, also wenigstens teilweise in den ehemals neuen Bundesländern belegen, sei es, dass es eben um Besonderheiten der Struktur und Geschichte einer Schlösserverwaltung geht, die halt ja sich auch auf die Forschung auswirken. Davon ist halt nur ganz wenig wirkliches Alleinstellungsmerkmal, aber trotzdem wird sich hoffentlich so ein relativ spezifisches Bild der Provenienzforschung in den 30 Schlössern ergeben. Ich teile mal meinen Bildschirm. So, ich hoffe, jetzt sehen alle das, was ich sehe. Nein, noch nicht. Ja, ich zumindest ja, aber ja. Also dann, genau, jetzt das ist, glaube ich, gut den Modus übergehen. Also die Aufgaben, die ich habe, unterscheiden sich natürlich nicht von Aufgabenstellungen in anderen Institutionen. Das sind zum einen und ganz voran die Erforschung der Sammlung mit Blick auf die Identifikation möglicher NS-verfolgungsbedingter Vermögensverluste durch Erwerbungen zwischen 1933 und 1945, die Erforschung der Sammlung mit Blick auf mögliche Vermögensverluste durch SPZ und DDR-Unrecht, wobei die Folgen der Bodenreform, die sogenannten Schlossbergungen, ein besonderes Gewicht haben, rein zahlenmäßig. Die Provenienzforschung im Vorfeld von Neuerwerbungen mit Blick auf beide Unrechtszusammenhänge. Und was dann doch besonders ist bei uns, ist die Aufgabe, Kriegsverluste zu identifizieren und möglichst auch zurückzuführen. Grundsätzlich bin ich für alle 12 Kustodialbereiche, die wir haben, also in denen wir organisiert, in unsere Sammlungen organisiert sind, zuständig. Das sind die Gemäldesammlungen, Skulpturen, die grafische Sammlung, Porzellan und Keramik, Möbel, textile Künste, Glaskunst, Musikinstrumente, Uhren und Barometer, Metallkunst, kunsthandwerkliche Einzelgegenstände, Kutschen, Schlitten und Sänften sowie Beleuchtungskörper. Und so die Bestandteile der Schlossküche sortieren sich da halt ein. komplex werden die Aufgaben erst durch die Institutionsgeschichte und eben die immer noch sehr ansehnliche Zahl der Schlösser und deren räumliche Erstreckung, vor allem aber durch die Kriegs- und Teilungsgeschichte der Institution. Und was das bedeutet, möchte ich zunächst mal an einem Beispiel veranschaulichen. Es geht um dieses Gemälde, das Porträt der Elisabeth Dorothea Juliane Freifrau von Buddenbrook, also wirklich Back to the Roots, ne, Malerei von Antoine Penn, für das die SPSG 2020 eine Entschädigung an die Erben nach Marcel und Gertrud Holzer zahlte, um das Porträt in den Sammlungen halten zu können. Warum das so wichtig war, wird hoffentlich auch gleich deutlich. Und damit kam ein sehr langer Forschungs- und Einigungsprozess zu einem für alle Beteiligten doch zufriedenstellenden Ende. Das ist jetzt erstmal überhaupt nichts Ungewöhnliches. Gleichwohl war dieser Fall für uns ein sehr besonderer, denn eigentlich hielten wir dieses Porträt für sogenannten Altbestand. Also wir waren eigentlich davon ausgegangen, dass das Objekt seit seiner Entstehung in unseren Sammlungen sich befunden hätte. Das war nicht so und ich erzähle die Geschichte des Gemäldes jetzt der Übersicht wegen jetzt der Reihe nach. Der preußische Hofmaler Antoine Penn schuf in den späten 30er Jahren des 17. Jahrhunderts eine Serie von 8 höchst qualitätvollen Porträts der Hofdamen, der Kronprinzessin und späteren Königin Elisabeth Christine, der Gemahlin Friedrichs II.
Darunter eben auch dieses Bildnis der Juliane von Walmoden, genannt die schöne Iris. Diese Porträts sind in unseren Inventaren zuerst nachweisbar in der Wohnung der Königin im Berliner Schloss, die nur der guten Ordnung halber sich befand im zweiten Obergeschoss des Schlosses auf der Spreeseite. Bekannt auch als Elisabethkammern, weil auch eine spätere Bewohnerin dieser Wohnung Elisabeth hieß. Bald nach dem Tod der Eigentümerin, der Königin, gerieten die Namen der Porträtierten in Vergessenheit. Sie wurden dann im Laufe der Geschichte teilweise fälschlich als preußische Prinzessin identifiziert, was die Forschung nicht einfacher machte. Dann wurde diese Serie auseinandergerissen. Der nächste Nachweis, den wir haben, ist 1935. Da waren 6 dieser Porträts an das Berliner Schlossmuseum ausgeliehen und wurden ausgestellt in der Braunschweigischen Galerie des Schlosses, die sich ebenfalls im zweiten Obergeschoss befand und auch einen Zusammenhang hatte mit der Königin, die ja, es ist jetzt vielleicht nicht allgemein bekannt, aus Braunschweig stammte. Wir erkennen hier auf dem Foto 3 Porträts. Gegenüber muss man sich vorstellen, hingen die anderen 3. Diese hier ist leider immer noch, also bis heute noch ohne Namen und heißt in unseren Inventaren Hofdame im Redoutenkostüm. Die nächste Dame ist Eleonore von Schlieben-Sanditten, Freifrau von Kaiserling mit Laute. Und ganz hinten erkennt man noch so schemenhaft, ich mache es mal mit dem Cursor, ich hoffe, das kann man dann sehen, ein weiteres Porträt einer namenlosen Hofdame im schwarzen Kostüm. Die beiden anderen Porträts sind 1938-40 im Neuen Palais in Potsdam nachweisbar, ohne dass wir sie bisher dort hätten lokalisieren können. Das war zum einen das Porträt einer ebenfalls bis heute namenlosen Hofdame, die damals als Elisabeth Christine, also als Königin selbst galt. Und das Porträt der Juliane von Walmoden, das damals wahrscheinlich fälschlich als Prinzessin Wilhelmine von Preußen, also die Schwester Friedrichs II., etikettiert war. Wegen der unterschiedlichen, ich gehe mal noch wieder eins zurück, war zu weit. Wegen der unterschiedlichen Standorte entwickelte sich dann auch die weitere Geschichte der Porträts unterschiedlich. Die beiden Werke im Neuen Palais wurden im Juli 1942 nach Rheinsberg ausgelagert. Das Schloss ist ja bekannt aus den Erzählungen Fontanes und auch Tucholskys, befindet sich 70 Kilometer nördlich von Berlin und galt so als luftkriegssicher wegen der Entfernung zum Zentrum. Es gehörte damals noch der Familie der Hohenzollern, war also nicht im Bestand der Schlösserverwaltung, war trotzdem Ort für eine große Auslagerung aus dem Bestand der Schlösserverwaltung. Die 6 Porträts aus dem Berliner Schloss wurden noch vor Kriegsende ebenfalls ausgelagert, und zwar nach Thüringen in den Kaliabbau Schacht Berntehrode. Dort wurden sie von amerikanischen Truppen sichergestellt und zum Central Collecting Point nach Marburg gebracht, von dort dann zum Central Collecting Point nach Wiesbaden. Und sie wurden dann Anfang der 60er Jahre, der 1960er Jahre, an die Schlösserverwaltung Berlin, also genau die Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten Berlin, zurückgegeben und im wiederaufgebauten Schloss Charlottenburg ausgestellt. Die beiden anderen Porträts verschwanden nach Kriegsende aus Rheinsberg, aus dem Auslagerungsort. Das Elisabeth Christine genannte, eben heute namenlose Porträt, wurde in die Sowjetunion abtransportiert, 1958 an die DDR zurückgegeben und danach wieder im Neuen Palais ausgestellt. Das Porträt der Juliane von Walmoden hingegen blieb verschwunden. Es wurde von meinen Kollegen, früheren Kollegen, weiterhin in der Sowjetunion vermutet, und lange Zeit hofften die Kustoden auch, dass auch dieses Kunstwerk irgendwann zurückkehren werde. Doch als dann 1998 die russische Staatsduma das Gesetz
über die infolge des Zweiten Weltkriegs in die UdSSR verbrachten und im Hoheitsgebiet der Russischen Föderation befindlichen Kulturgüter verabschiedet hatte, schien dies gänzlich unwahrscheinlich, wenn nicht aussichtslos. Dann aber tauchte im Februar 2007 das Porträt bei einem Antiquitätenhändler in Neuruppin auf. Ganz offensichtlich hatte jemand aus der lokalen Bevölkerung es bei Kriegsende am Auslagerungsort in seinen Besitz gebracht. Und der Antiquitätenhändler hat es im Zuge einer Haushaltsauflösung in Neuruppin erworben. Da kommt so ein Motiv auf, was auch schon angesprochen wurde, also das Dachbodenfund oder irgendwie Versteck im Haus. Wahrscheinlich hatte also dieses Porträt seinen früheren Auslagerungsort nie verlassen oder sein Umfeld nie verlassen, sondern war direkt nach Kriegsende dort versteckt worden. Diese Vermutung legen zumindest andere vergleichbare Fälle aus dem Rheinsberger Auslagerungsort nahe. Das Gemälde kehrte dann bald darauf nach Potsdam zurück und die Rückkehr löste erstmals eine Überprüfung der Objektgeschichte aus. Erst dabei wurde klar, dass das Gemälde nicht ununterbrochen zum Bestand gehört hatte. Den Anlass für die Recherchen gab eine Annonce des Berliner Auktionshauses Dr. Walter Achenbach in der Weltkunst im November 1935. Das war damals ein reiner Zufallsbefund, weil es ja die wunderbaren German Sales noch nicht gab und man das alles noch nicht online recherchieren konnte. Also es war wirklich, wirklich ein Zufall, dass meine Kollegin zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Tätigkeit mal die Weltkunst systematisch durchgeblättert hatte und sozusagen sich erinnerte, dass es diese Annonce gab. Die Überprüfung zeigte dann, dass das Gemälde im Zuge der Vermögenseinigung im Eigentum der Hohenzollern verblieben sein muss, die es zu einem bislang nicht nachweisbaren Zeitpunkt verkauft haben. Auch das ist etwas, was relativ häufig vorkam. Ja, also die Hohenzollern, das wissen auch einige der Kolleginnen und Kollegen, haben sehr, sehr viel von den Objekten verkauft, die bei ihnen geblieben sind. Bis 1935 befand sich das Gemälde dann im Eigentum des Ehepaars Marcel und Gertrud Holzer. Und Marcel Holzer, das ist vielleicht auch einigen bekannt, war Präsident der Berliner Niederlassung der Spedition Schenker. Er war schon 33 ins Visier der Nationalsozialisten geraten und zum ersten Mal verhaftet worden, aber wieder freigekommen. Im Jahr darauf, 1934, emigrierten die Holzers dann in die USA, wo ihr Sohn bereits länger schon lebte. Die Auflösung des Berliner Haushalts organisierte ihre Tochter Elisabeth, die mit Fritz Georg Pschorr verheiratet war, einem Abkömmling der bekannten Münchner Bierbrauerdynastie, also in einer sogenannten geschützten Mischehe lebte. Laut Versteigerungsbericht erwarb ein gewisser Hinrichsen, wahrscheinlich oder vielleicht oder eventuell der Berliner Kunsthändler Johannes Hinrichsen, das Gemälde bei der Auktion und verkaufte es 1936 an die Schlösserverwaltung. Es kam zunächst nach Schloss Charlottenburg und wurde dann Ende 36 ins neue Palais gebracht. So, mit diesem Befund, da das Ehepaar Holzer jüdisch war, ist von einem Verkauf unter Zwang auszugehen. Dann begannen also die üblichen Bemühungen um eine Einigung in diesem Fall, weil die Serie der Hofdamen von Antoine Penn ansonsten vollständig in den Sammlungen war, wollte man natürlich dieses eine Porträt auch gerne für die Sammlung behalten. Es kam zu einem aus verschiedenen Gründen jahrzehntelangen Einigungsprozess, der dann eben 2020 zum bekannten Ende kam. Die Geschichte dieses Porträts mit seinen wiederholten Orts-, Besitzer- und Eigentümerwechseln schien mir geeignet, um zu zeigen, wie die Institutionsgeschichte der SPSG die Objektbiografien und damit dann eben auch den Verlauf der Forschung beeinflusst. Ja, und dazu jetzt noch mal ein bisschen genauer zur Institutionsgeschichte. Unser Bestand sind ja die Schlösser der Kurfürsten von Brandenburg, der Könige in und von Preußen und der deutschen Kaiser, sowie ihr Inventar. Das kommt durch die Vermögenseinigung mit der Familie der Hohenzollern.
wörtlich das Gesetz über die Vermögensauseinandersetzung zwischen dem preußischen Staat und den Mitgliedern des vormals regierenden preußischen Königshauses. Durch dieses Gesetz wurden die Liegenschaften und Sammlungen aufgeteilt. Kurz zusammengefasst erhielt der preußische Staat mit dieser Einigung die Kronschlösser, einschließlich der Schlösser Bellevue und Babelsberg, mit ihrem historischen Inventar und den Gärten, sowie die Kunstwerke der Berliner Museen und die Schackgalerie in München, die Kroninsignien und auch noch ein paar andere Dinge. Insgesamt waren das 75 Schlösser, während das vormals regierende Königshaus eben im Wesentlichen die Burg Hohenzollern erhielt, eine Reihe von Schlössern und Villen, vor allem in Berlin und Potsdam, ebenfalls mitsamt dem zum Zeitpunkt dort vorhandenen Inventar. Am 1. April 1927 wurde dann die Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten gebildet, die dem Kultusministerium, später Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Kunst unterstand. In die Obhut dieser ersten Schlösserverwaltung gelangten rund 50 Schlösser, nämlich die, deren Inventar von besonderem Kunst- oder kulturhistorischen Wert war. Diese Schlösser sollten künftig als Museumsschlösser präsentiert werden. Und das ist schon einzigartig, eine vergleichbare Institution wurde zu dem Zeitpunkt außerdem nur in Bayern gegründet mit der Bayerischen Schlösserverwaltung, die mit 1923 dann noch ein paar Jahre älter war als die preußische Verwaltung. Die Ausstellungen in den Museumsschlössern waren und sind auch bis heute inventarbasiert. Das heißt, ausgestellt wird nur das, was sich als historisches Inventar in den Schlössern auch nachweisen lässt. Die geografische Erstreckung der ersten Schlösserverwaltung war enorm. Sie reichte von Schloss Brühl im Westen bis Schloss Königsberg im Osten, von den Berliner Schlössern im Norden bis zur Münchner Schackgalerie im Süden. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden aufgrund der deutschen Teilung und des Vier-Mächte-Status von Berlin zwei getrennte Schlösserverwaltungen in Potsdam und in Berlin-West. Also 1945 schon die staatlichen Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci, die nach der deutschen Einheit dann noch für einige Jahre als Stiftung Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci weiter bestand und 1949 die Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten Berlin. Als Folge der deutschen Einheit wurden die beiden Verwaltungen dann 1995 wieder zusammengeführt in der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Ja, und diese doch komplexe Institutionsgeschichte hat auf die Forschung natürlich unmittelbare Auswirkungen. Zum einen die mehrfache Aufteilung der Liegenschaften und der Sammlungen in verschiedene Verwaltungen und Eigentum. Und schon in den preußischen Schlössern, also schon vor aller Zeit von Verwaltung, war immer viel Bewegung in den Schlössern. Kunstwerke aller Gattungen wechselten vielfach ihren Standort, kamen mal in dieses, mal in jenes Schloss, Gemälde oft so nach wechselnden Zuschreibungen, wenn dann das Interesse an einem bestimmten Künstler nachließ, dann wurden die Werke verräumt nach Königsberg oder Brühl und wenn das wieder interessant wurde, kamen sie wieder zurück ins Zentrum, also nach Potsdam oder Charlottenburg. Und das ist sehr, sehr spannend und ich glaube auch schon was Besonderes, ja, dass immer schon diese Bewegung da war. Das hat auch Konsequenzen für unsere Arbeit. Und die andere, ja, oder eine weitere wichtige Besonderheit ist eben der Verkauf von Objekten durch die Mitglieder des vormals regierenden Königshauses, was dann dazu führte, dass eben Kunstwerke, die alter Bestand der Schlösser waren, auf den Markt kamen und auch nicht immer von der Schlösserverwaltung gekauft werden konnten oder erworben werden konnten. Diese Objekte zirkulierten dann im Handel und in Sammlungen, darunter eben auch in jüdischen, wie in unserem Beispiel. Wichtig ist auch, dass es schon für die Museumsschlösser der preußischen Schlösserverwaltung dieses strenge Sammlungskonzept galt. Also allem Anschein nach infolgedessen in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts relativ wenig erworben wurde. Durch den Krieg wurden zahlreiche Schlösser und mit ihnen die enthaltenen Sammlungen beschädigt oder zerstört.
Sammlungsteile wurden teilweise mehrfach verlagert. An den Auslagerungsorten wurde geplündert. Sehr große Teile der Sammlung wurden von verschiedenen sowjetischen Einheiten abtransportiert und Ende der 1950er Jahre dann teilweise zurückgeführt. Andere Sammlungsteile verblieben in der Sowjetunion und einzelne Kunstwerke gelangen auf Umwegen inzwischen immer wieder auch auf den Kunstmarkt. Sehr dramatisch ist der Wissensverlust durch die Kriegseinführungen, vor allem eben durch die Zerstörung des beinahe gesamten Archivs der Schlösserverwaltung. Es ging also nicht nur Sammlungsbestände, sondern auch Dokumentation verloren und die Folgen sind halt bis heute spürbar. Auch der Wiederaufbau hatte dann Folgen für die heutigen Sammlungen und deren Erforschung. Die Potsdamer Schlösser übernahmen zahlreiche Objekte aus den sogenannten Schlossbergungen, die mich sehr intensiv beschäftigen. Und in Berlin führte die Entscheidung, Schloss Charlottenburg wieder aufzubauen, dazu, dass ein praktisch leeres Schloss neu bestückt werden musste, also mithin eine neue Sammlung aus Ersatzstücken aufgebaut werden musste. Ich möchte sagen, dass diese komplexe Institutionsgeschichte für die Provenienzforschung aber auch einen Vorteil birgt. Es sind nämlich alle Kustoden und Kustodinnen daran gewöhnt, den Standort wechseln ihre Objekte immerzu nachzuforschen. Und deswegen sind die frühen Biografien des Altbestands vielfach sehr gut ausgeleuchtet, bis auf die Ausnahmen, die wir jetzt gesehen haben. Ein paar weitere gibt es auch noch. Aber die grundsätzliche Notwendigkeit, Objektbiografien zu erforschen, steht bei allen Kolleginnen und Kollegen völlig außer Zweifel. Und ich kann da auch auf viel Vorarbeiten zurückgreifen. Zusammenfassend kann man also feststellen, dass die Provenienzforschung in 30 Schlössern vor ein paar besonderen Herausforderungen steht. Das ist eben das sehr große Arbeitsfeld durch die Fläche und die große Zahl an Objekten in verschiedenen Gattungen. Vor allem aber eben die historisch bedingte Wahrscheinlichkeit von Mehrfachenteignungen bzw. Mehrfachverlusten, wie in meinem Beispiel. Das gilt aber auch eben für Objekte, die in der Folge von SPZ und DDR Unrecht in die Sammlung gelangten. Und zum Abschluss möchte ich noch zeigen, dass das Porträt, was ich als Beispiel gezeigt habe, inzwischen aus unserer Sicht absolut an der Peripherie, nämlich in Schloss Schönhausen hängt. Der ehemaligen Sommerresidenz der Königin Elisabeth Christine und dort mit den anderen Hofdamenporträts wieder vereint ist. Da haben wir übrigens dann auch einen Fall, wo Objekte in ein Schloss geraten sind, die dort niemals waren. Aber sie sind immerhin wieder zusammen. Damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich über Fragen. Wir kommen jetzt zu einer Art und Weise von Bewegung von Kunst und Kulturgut, das auf der einen Seite klassisch ist, aber in diesem Zusammenhang dann doch vielleicht eine von wenigen Ausnahmen darstellt. Nämlich, ich meine, eine Reise in die Zentren von Kunst und Kultur. Und das war, wie wir alle wissen, nicht nur für Goethe, natürlich Italien, das gelobte Land und die Heimat der schönen Künste. Und wenn man dann in der Lage war, sich Meisterwerke von dort mit nach Hause zu nehmen, gehörte man zweifellos zu den Privilegierten. Aber Lindenau, der dann ja auch dem Museum in Altenburg letztendlich später den Namen gab, also Bernhard August von Lindenau, hatte solche Reisen unternommen, aber testamentarisch, das ist das Interessante, verfügte er, dass das Herzogtum diese Sammlung bekommen sollte. Also nicht eigene Sammlungstätigkeit wie bei so vielen Fürstenhäusern in Deutschland für ihre Residenzschlösser, die dann Museen geworden sind, sondern eine testamentarische Verfügung. Und somit haben wir auch hier wieder dieses interessante Wechselspiel, wie wird dann etwas in der Peripherie zu einem Zentrum, in diesem Fall nämlich eine Sammlung von italienischer Malerei, die so bedeutend war, dass dann eben auch in der frühen Zeit der DDR kein geringerer als Robert Oertel vom Zentrum, nämlich dem Zentrum des
wenn man so will, das Zentrum der Verwertung der hochwertigen Kunstwerke für das geplante Führermuseum nach seiner Entlassung dort und anderen Zwischenstufen. Er in Altenburg, ich glaube, immer noch gültigen Katalog dieser italienischen Gemälde, dieser Meisterwerke verfasste, bevor er dann eben nach West-Berlin ging, an die Gemäldegalerie. Und da will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Ich freue mich, dass Sarah Kinzel uns hier nicht nur ihre Arbeit, sondern damit natürlich auch das Haus und die Sammlung vorstellen wird und die besonderen Herausforderungen, die sie wiederum bei ihrer Arbeit in der Peripherie und da wiederum dem Zentrum in der Peripherie erfahren haben. Für alle, die bisher nur einen flüchtigen Blick darauf geworfen haben, das schöne Foto, was man derzeit auf der Webseite sieht, das haben wir natürlich auch gerne als Titel, als Coverbild genommen für unsere jüngste Ausgabe von Provenienz in Forschung. Ich übergebe an Sie, Frau Kinzel. Herzlichen Dank, Herr Hartmann. Sie werden alle gleich das Foto noch einmal sehen, dann auch in Gänze und nicht nur als Ausschnitt, weil ich das natürlich auch als Auftakt für meinen Vortrag genommen habe. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute einen kleinen Einblick in die Provenienzforschung am Lindener Museum geben kann. Und hoffe, dass Sie jetzt das sieht gut aus bei mir. Meinen Vortrag sehen können. Ja, mhm. Doch. Okay, wunderbar. Wie ein Schatzkästchen liegt das Lindenau Museum am Fuße des Altenburger Schlossbergs. Am Ende der von Villen gesäumten Wettiner Straße, die es direkt mit dem Bahnhof der Stadt verbindet. In dem 1876 errichteten Gebäude ist die Kunstsammlung des Staatsmanns und Naturwissenschaftlers Bernhard August von Lindenau untergebracht. Lindenaus Sammlung umfasste neben einer umfangreichen Kunstbibliothek etwa 400 griechische und etruskische Vasen, ungefähr 200 Gipsabgüsse, vornehmlich nach Statuen der Antike und der Renaissance, über 100 Gemäldekopien nach Meisterwerken der italienischen Hochrenaissance sowie 180 originale frühitalienische Tafelbilder. Letztere sind bis heute das Glanzstück des Hauses, denn Altenburg besitzt damit eine der umfangreichsten und wertvollsten Kollektionen von Gemälden der italienischen Frührenaissance außerhalb Italiens. Abgesehen von den Gemäldekopien, die in den 1960er Jahren verkauft wurden, befindet sich Lindenaus Kunstsammlung seit ihrer Entstehung nahezu unverändert in Altenburg. In dem vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste geförderten Forschungsvorhaben zu NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern, für das ich tätig bin, spielen die historischen Bestände mithin nur eine Nebenrolle. Im Fokus des Projekts steht vielmehr das zweite Standbein des Hauses, die neue Sammlung des Lindener Museums. Nach dem Tod des Stifters wurde der Schwerpunkt bei Neuerwerbungen von der Antike und Renaissance auf die Gegenwartskunst verlagert. Der erste planvolle Ausbau der zeitgenössischen Sparte erfolgte unter Albrecht von der Gabelenz, der das Lindenau Museum von 1912 bis 1933 leitete und wurde von seinem Nachfolger Heinrich Mock bis 1937 fortgeführt. Auf Gabelenz Initiative kam auch dieses Porträt der russischen Tänzerin Anna Pavlova von Raphael Schuster-Woldan ins Haus. Es wurde wie die Mehrzahl der Neuzugänge in diesen Jahren direkt vom Künstler erworben, obwohl das im Fall dieses Bildes anfangs nicht so schien. Das Bild gehörte vielmehr zu den Kunstwerken mit fragwürdiger Provenienz. Im Inventarbuch stand unter dem nicht datierten Zugang nämlich der Name Goldberg. In Altenburg gab es in den 1920er und 30er Jahren gleich mehrere jüdische Familien dieses Namens. Es wäre durchaus denkbar gewesen, dass das elegante Damenporträt, zum Beispiel im unweit des Museums gelegenen Wohnhaus, der Textilhändler Wolf und Gittel Goldberg gehangen hätte. Recherchen im Staatsarchiv Altenburg ergaben jedoch, dass das Bild bereits 1914 ins Museum kam.
Gabelenz hat es auf einer Ausstellung gesehen, also kurz nach Entstehung des Gemäldes tatsächlich, und daraufhin von dem in Berlin ansässigen Maler gekauft. Und Heinrich Mock, der übrigens wie Albrecht von der Gabelenz nur nebenberuflich mit der Leitung des Museums betraut war, gelangten Gemälde von Hans Krullich und Oskar Moll ins Lindener Museum. Sie fielen allerdings kurz darauf der Aktion Entartete Kunst zum Opfer und gelten bis heute als verschollen. Ihren größten Zuwachs erfuhr die neue Sammlung unter Hans Konon von der Gabelenz, der die Leitung des Hauses nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm und dann ab 1951 auch hauptamtlich innehatte. Wie seine beiden Vorgänger legte er den Schwerpunkt auf das 19. und 20. Jahrhundert. Bei gewichtigen Erwerbungswünschen argumentierte er dabei gezielt mit dem Wert der historischen Sammlungen. Hans Konon von der Gabelenz sah das Lindenau Museum auf einer Stufe mit den Weimarer Kunstsammlungen und dem Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Diesen Anspruch formulierte er immer wieder und unterstrich damit auch seine Forderungen in Richtung Erfurt. Der dortigen Landesverwaltung für Kunstangelegenheiten war das Lindenau Museum nämlich bis zur Verwaltungsreform im Juli 1952 unterstellt. Die Landesverwaltung bewilligte Gelder für Neuerwerbungen und regelte Zuständigkeitsfragen. Dabei genoss Altenburg durchaus eine privilegierte Stellung. Das zeigt zum Beispiel der Fall des Ehernen Zeitalters. Anfang 1945 war ein Abguss des bekannten Bildwerks von Auguste Rodin auf dem Autobahnrasthof Hermsdorf gefunden und nach Jena gebracht worden, wo er in einem Abstellraum beim Rat der Stadt untergestellt wurde. Gabelenz bemühte sich 1951 darum, das Kunstwerk für das Lindenau-Museum zu gewinnen und wurde darin von der Landesverwaltung für Kunstangelegenheiten unterstützt. Den wiederholten Versuchen des Jenaer Stadtrats, die Herausgabe der Statue zu verhindern, war kein Erfolg beschieden. Der Rodin würde doch nicht in den Rahmen ihres Heimatmuseums passen, hieß es aus Erfurt lapidar. Das Lindenau-Museum könne dagegen mit einer, und ich zitiere, besten und wertvollsten Plastiksammlungen der DDR aufwarten. Tatsächlich besaßen die städtischen Kunstsammlungen in Jena eine kleine, aber feine Auswahl von Werken des frühen 20. Jahrhunderts und wären aus sammlungsspezifischen Gesichtspunkten damals nicht schlechter geeignet gewesen als das Lindenau-Museum, um dieses Kunstwerk zu beherbergen. Die Altenburger Sammlung moderner Bronzeplastiken befand sich noch in der Planungsphase. Entscheidende Ankäufe auf diesem Gebiet wurden erst im Laufe der 1950er und 60er Jahre getätigt. Zu einer der wertvollsten Plastiksammlungen der DDR machte das Lindenau-Museum 1951 allein die historischen Gipsabgüsse. Doch die Altenburger Sammlungen wuchsen nicht nur durch staatliche Zuweisungen. Auch für Ankäufe wurden vor allem in der ersten Hälfte der 1950er Jahre hinreichende Mittel zur Verfügung gestellt. Im Fokus von Gabelenz Kaufabsichten stand die neuere deutsche Kunst der zweiten Hälfte des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts. Bei seinen Erwerbungen gelang es ihm, die Balance zwischen lokalem und überregionalem Kunstgeschehen zu wahren, den regionalen Schwerpunkt auf Altenburg, Leipzig, Dresden, Weimar ergänzte er um Beispiele aus den Kunstmetropolen München und Berlin. Diese beiden Bilder des Malers Ludwig von Hofmann illustrieren Gabelenz Vorgehen beispielhaft. Der 1861 geborene Hofmann hatte zunächst als freischaffender Künstler in Berlin gelebt und war anschließend als Professor an die Kunstschule nach Weimar und später dann nach Dresden an die Kunstakademie berufen worden. Bei der südlichen Landschaft mit Flötenspieler hier oben handelt es sich um ein frühes, bei den Reitern am Meer um ein spätes Werk des Künstlers. Beide wurden Gabelenz von Kunsthändlerinnen und Händlern, mit denen er in regem Austausch stand, zum Ankauf vorgeschlagen. Die südliche Landschaft ist der experimentierfreudigsten Phase Hofmanns zuzurechnen.
Das Bild entstand während seines Italienaufenthalts ab 1894 und steht in seiner vom italienischen Divisionismus inspirierten Darstellungsweise solitär in seinem Oeuvre. Gabelins kaufte das Bild im Mai 1954 von Hildegard Heine in Leipzig. Heine, ehemals Leiterin der grafischen Sammlung des Museums der Bildenden Künste, besserte sich nach 1945 ihre Rente als private Kunstvermittlerin auf. In einem Brief an Gabelins bezeichnete sie die 800 Mark, die das Bild kosten sollte, als lächerlich billig. Es sei doch, und ich zitiere nochmal den Brief von Hildegard Heine, einer der schönsten, romantisch stimmungsvollsten Hofmanns, die sie kenne. Über den Vorbesitzer gab Heine jedoch keine Auskunft. Und auch mir ist es bisher nicht gelungen, seinen Namen in Erfahrung zu bringen. Über Hinweise würde ich mich deshalb sehr freuen. Umso besser lässt sich dagegen die Herkunftsgeschichte der Reiter am Meer rekonstruieren. Die Szene gehört zu einem Wandbildprogramm, das Hofmann 1924-25 für den in Dresden ansässigen Geschäftsmann Paul Wilhelm Kaufmann schuf. Es handelt sich dabei um den letzten monumentalen Zyklus in Hofmanns Karriere, der eine fast drei Jahrzehnte während der Beschäftigung des Künstlers mit der auftragsgebundenen Wandmalerei beschloss. Doch die Reiter am Meer blieben nicht lange in der Kaufmann-Villa. Hofmann wurde von dem in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Auftraggeber offenbar nicht bezahlt, weshalb er das Bild und die übrigen Bilder auch wieder abholen ließ und die Dresdner Galerie Ernst Arnold mit dem Weiterverkauf betraute. Dort wurde das Bild aller Wahrscheinlichkeit nach von dem Ingenieur Otto Marciniok, Professor für Kraftfahrzeugwesen an der TU in Dresden, erworben. Als Marciniok 1934 starb, ging das Gemälde in das Eigentum seiner Witwe Hildegard über, die es 1959 dann über die Kunstausstellung Kühl an das Lindenau-Museum verkaufte. Auch der Kunsthändler Heinrich Kühl nannte seine Lieferantin nicht direkt beim Namen, aber er gab in seinen Briefen an Gabelins diverse Hinweise, die ausreichend waren, um das Ehepaar Marciniok als Voreigentümer zu identifizieren. Neben den Übernahmen von staatlichen Stellen stammten die Neuzugänge der 1950er Jahre mehrheitlich aus dem Kunsthandel bzw. von Privatpersonen in Leipzig, Dresden und Thüringen. Aus den Korrespondenzen wird ersichtlich, dass die Herkunft von Kunstwerken für Gabelins nur eine Rolle spielte, wenn sie ihren Wert zu steigern vermochte oder beispielsweise vor allem im Falle von Porträts der Identifizierung der dargestellten Personen diente. Fragwürdige Provenienzen werden darin nicht thematisiert. Auch sein Umgang mit dem offensichtlich im Zweiten Weltkrieg verschleppten Bronzeabguss des ehernen Zeitalters gestaltete sich pragmatisch. Gegenüber der Landesverwaltung für Kunstangelegenheiten begründete Gabelins sein Interesse an der Statue wie folgt. Nachdem seit 6 Jahren der rechtmäßige Eigentümer der Plastik nicht hat festgestellt werden können, wäre es meines Erachtens an der Zeit, dieses internationale Kunstwerk an geeigneter Stelle der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, von wo aus eine Rückgabe an den Eigentümer gegebenenfalls jederzeit erfolgen kann. Tatsächlich sind in den Archiven keine Hinweise auf Bemühungen überliefert, der Herkunft der Bronze auf den Grund zu gehen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass auch die politische Integrität der Vorbesitzerinnen und Besitzer kaum eine Rolle spielte. Entgegen des Anfangsverdachts erwies sich jedoch beispielsweise die Provenienz von 19 Gemälden und Plastiken aus dem Besitz des Kunsthistorikers Hans Albrecht von der Gabelins-Linsingen im Hinblick auf einen möglichen NS-verfolgungsbedingten Entzug als unbelastet. Und da ich jetzt hier schon den dritten Gabelins anführe, vielleicht eine kurze Aufschlüsselung, wie die alle miteinander in Verbindung stehen. Also wir haben den Museumsdirektor Hans Konon von der Gabelins, Direktor des Lindenau-Museums von 1945 bis 1969,
um Erwerbungen unter seiner Amtszeit dreht sich also der Großteil meiner Forschungen. Er ist ein Halbbruder des früheren Museumsdirektors Albrecht von der Gabelins. Von 1912 bis 1933 war er Leiter des Lindener Museums. Beide wiederum sind Neffen von Hans Albrecht von der Gabelins-Linsingen, von dessen Kunstwerken jetzt die Rede sein wird. Gabelins-Linsingen war von 1930 bis zu seinem Tod 1946 Burghauptmann auf der Wartburg. Noch vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten gründete er dort gemeinsam mit dem Schriftsteller Boris von Münchhausen die Deutsche Dichterakademie als Gegenbewegung zur Preußischen Akademie der Künste. Letztere erschien den beiden national-konservativ Gesinnten als zu international und demokratisch. Die Wartburg, die der Gauleiter Thüringens Fritz Sauke später am liebsten mit einem monumentalen Hakenkreuz gekrönt hätte, galt im Nationalsozialismus als das Symbol deutscher Größe und Wehrhaftigkeit. Dort wurde 1939 das sogenannte Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben gegründet. Eine pseudowissenschaftliche Einrichtung, die sich die Entjudung der protestantischen Glaubenspraxis zum Ziel gesetzt hatte, Bibelumschreibung inklusive. Hans Albrecht von der Gabelins-Linsingens Nähe zum NS-Regime ließ es geboten erscheinen, die Herkunft seiner Kunstsammlung genauer zu untersuchen. Dabei konnte die Provenienz von mehr als der Hälfte der Werke eindeutig geklärt und als unbedenklich eingestuft werden. Auch bei den übrigen Bildern waren keine gegenteiligen Hinweise zu finden. Mehrheitlich lässt sich die Genese der Sammlung auf persönliche Bekanntschaften mit den Künstlern und direkte Atelieranläufe zurückführen. Das ist etwa bei diesen Plastiken von Georg Kolbe der Fall, die Sie hier sehen und die beide aus der Sammlung Gabelins-Linsingens stammen. Trotzdem sind die Recherchen zu den Werken, die zwischen 1951 und 1955 infolge einer Stiftung Eingang ins Museum fanden, noch nicht abgeschlossen. Es gibt Hinweise und die wurden vor kurzem durch die Weimarer Kollegen nochmal verstärkt, insbesondere durch Rüdiger Haufe, dem ich auf diesem Wege nochmal ganz herzlich dafür danken möchte. Es gibt Hinweise, dass die Stiftung womöglich unter dem Eindruck einer drohenden Enteignung durch die Bodenreform zustande kam. Zum Glück gibt es am Lindener Museum seit diesem Jahr mit meiner Kollegin Marianne Lohse eine zweite Provenienzforscherin, die sich im Rahmen des Förderprogramms Lindenau 21 Plus, der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, mit problematischen SBZ- und DDR-Provenienzen beschäftigt, sodass wir hier nun anknüpfen können. Doch noch einmal zurück zu den Verdachtsfällen aus der NS-Zeit. Während bei Gabelins-Linsingen sofort die Alarmglocken schrillten, war das bei Frieda Staniszewski zunächst nicht der Fall gewesen. Die ältere Dame aus einem Dorf bei Meiningen verkaufte dem Lindenau Museum seit 1952 über mehrere Jahre hinweg insgesamt 17 Gemälde und Zeichnungen. 11 davon befinden sich nach wie vor in Altenburg. Die übrigen 6 nutzte Hans Konon von der Gabelins als Tauschobjekte zum Erwerb anderer Werke. Die Verkäuferin schrieb über die Herkunft der Bilder. Mein lieber Mann, der 43 verstorben ist, kaufte dieselben in den Jahren 20 bis 35. Eines dieser Gemälde war Wojciech Kossaks polnischer Ulan auf Vorposten im Winterwald. Es sei dahingestellt, ob sich Staniszewski hier irrte oder den Erwerbungszeitraum absichtlich nach vorn verlegte. Wer immer den Ulan 1941 in Berlin erwarb, wusste genau, was er tat. Die Versteigerung, auf der das Bild in diesem Jahr nämlich angeboten wurde, fand nicht in einem Auktionshaus statt, sondern in der Villa Wildpfad 3, eine der ersten Adressen im Grunewald und einstiges Zuhause der jüdischen Familie Petschek. Als erfolgreiche Unternehmer, die durch den Braunkohlebergbau zu Reichtum gelangt waren, verfügten die Petscheks über eine umfangreiche Kunstsammlung.
Das Gemälde polnischer Ulanen auf Vorposten im Winterwald hing im Frühstückszimmer ihrer Villa in Aussig. Ernst, Karl, Franz und Wilhelm Petschek flohen mit ihren Familien noch vor der Einverleibung des Sudetenlands durch die Nationalsozialisten in das Deutsche Reich auf Umwegen in die USA. Die Einrichtung ihres Wohnhauses in Aussig wurde beschlagnahmt und nach Berlin in die Villa Wildfahrt 3 gebracht. Der Tatbestand des verfolgungsbedingten Entzugs ließ sich hier so eindeutig belegen wie die Identität des entzogenen Gemäldes. Es wurde deshalb im Dezember 2019 an die Erben der Petscheks restituiert. War es Zufall oder Kalkül, dass Frieda Staniszewski ihre Gemäldesammlung aus Berlin mit nach Wasungen brachte, so hieß das Dorf, in dem sie wohnte, und in Thüringen, und sie dann erst dort zu verkaufen suchte? Diese Frage wird sich vermutlich nie abschließend klären lassen. Tatsache ist jedoch, dass auf diese Weise ein Bild mit ganz und gar nicht provinzieller Provenienz in das Museum einer Kleinstadt gelangte, in dem es kaum Gefahr lief, wiedererkannt und mit den Voreigentümern in Verbindung gebracht zu werden. Aus dem Zentrum rückte es dadurch gleichsam an den Rand des Interesses, und das in doppelter Hinsicht. Das Bild gehörte in Altenburg bald zu jenen Sammlungsstücken, die im Depot ihr Dasein fristen, weil inzwischen sowohl das Motiv als auch sein Schöpfer aus der Mode geraten waren. Anders als die frühitalienischen Tafelbilder, deren Wert seit Lindenau unbestritten, ja sogar deutlich gewachsen ist, sind die Werke aus den neuen Sammlungen stärker von solchen Schwankungen betroffen. Auch glücklicherweise ist der Kunstgeschmack ebenso wandelbar wie die Zuschreibungen Peripherie und Zentrum. Wir haben das schon in den vorangegangenen Vorträgen gehört. Alle drei Kategorien sind für die Provenienzforschung am Lindenau-Museum kaum von Belang. Oder nur insofern, als dass es oftmals die Ränder sind, die unsere besondere Aufmerksamkeit verdienen. Vielen herzlichen Dank. Wir waren jetzt bei den Orten, von denen berichtet wurde, wenn man auf die Landkarte schaut, von West nach Ost, so in der Mitte Deutschlands. Und wir gehen jetzt wirklich in den hohen Norden, und damit verbunden, das Thema des Vortrags haben Sie schon sicherlich gelesen, die deutsch-dänische Grenze, und damit eben auch aus unserer Sicht ein langjähriges Forschungsdesiderat, nicht nur für die Provenienzforschung, sondern, soweit ich das überblicke, überhaupt für die zeitgeschichtliche Forschung zum Nationalsozialismus, nämlich der Umstand, dass Dänemark natürlich ein Zufluchtsort war bis zur Besatzung durch die Wehrmacht 1940, aber es ungleich mehr Studien gibt und auch biografische Darstellungen von Geflüchteten, die über die Schweiz, über Frankreich, über die Tschechoslowakei, dann in die USA, nach Mexiko, Kuba oder in Palästina gelangten. Aber die Heldentat ja auch des dänischen Widerstandes dann unmittelbar nach der Besetzung durch deutsche Truppen, viele dänische und geflüchtete Juden dann ins sichere Schweden zu bringen, das ist, glaube ich, auch sogar verfilmt worden, verschiedentlich Geschichten. Aber die Frage, die wir damit ja als Provenienzforscher verbunden haben, was haben die dänischen wie auch die geflüchteten Juden zurückgelassen in Dänemark, und wie sah der Kunstmarkt in Dänemark aus? Und hier haben wir dann sicherlich auch wieder innerhalb von Dänemark das ganz klare Verhältnis der Metropole Kopenhagen und der anderen Städte. Und ja, Spuren fanden sich, Verdachtsmomente fanden sich schon im ersten Antrag, der damals aus Flensburg beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste eingereicht wurde. Und wie sich das weiterentwickelt hatte und welche Ergebnisse Sie, liebe Frau Städtler, in Ihrer Arbeit dann erzielt haben, das wollen wir jetzt hören. Und ich freue mich und übergebe Ihnen das Mikrofon oder das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Hartmann, für die Vorstellung meines Projektes. Ich gebe einmal den Bildschirm frei. Jetzt sollten Sie alles gut sehen, hoffe ich doch. Ja. Ja. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen aus Flensburg.
Wie gesagt, vielen Dank für die Einladung, heute vor Ihnen über wirklich die nördlichste Peripherie zu sprechen. Und wir sprechen hier wirklich von der Peripherie, weil wir brauchen alleine 2 Stunden bis nach Hamburg. Alles, was mit Fortbildung, Netzwerktreffen zu tun hat, ist von hier aus wirklich schwierig. Deswegen ist es auch ein wirklicher Vorteil gewesen, dass durch die Corona-Pandemie, so schlimm das Ganze auch ist, ein bisschen mehr in Richtung digitale Teilnahme ermöglicht wurde. Ja, wir sind wirklich die nördlichste Peripherie, die dank der DZK-Förderung professionell Provenienzforschung betreiben kann. Warum wir am Museumsberg Flensburg die Provenienzen unserer Provinz im Hinblick auf die Handelsbeziehungen zu Dänemark untersuchen, das soll schon das Titelbild meiner Präsentation verdeutlichen. Ich sitze im rechten der beiden Backsteingebäude im Vordergrund, im Obergeschoss. Und wenn ich jetzt links aus dem Fenster gucke, sind es etwa 5 Kilometer Luftlinie bis nach Dänemark. Über den Landweg wären es etwa 7 Kilometer. Es ist also durchaus eine Strecke, die man mal eben mit dem Fahrrad bewältigen würde. Der Museumsberg Flensburg wurde ursprünglich als Kunstgewerbemuseum 1903 in dem Gebäude, in dem ich jetzt sitze, eröffnet. Und seit den 1990ern gehört noch das Nachbarhaus dazu. Seitdem spricht man vom Museumsberg Flensburg. Ja, in meinem Vortrag werde ich jetzt zunächst über die tradierte Verbindung des Museums nach Norden sprechen. Danach werde ich Ihnen 2 Beispiele für den grenzübergreifenden Handel in der Nachkriegszeit aus meiner Arbeit vorstellen. Zum einen ein Gemälde von Jürgen Ovens, einem Maler aus dem Rembrandt-Kreis, und eine Druckgrafik von Emil Nolde, gekauft von einer ja wirklich sehr unscheinbar wirkenden Person namens Rosa Olesen. Man glaubt es kaum, aber auch wir haben größere Namen in unserer Sammlung. Bezogen auf das Sammlungsgebiet hat man sich jeher der Kunst- und Kulturgeschichte des ehemaligen Herzogtums Schleswig gewidmet. Um die bewegte Grenzgeschichte zu verdeutlichen, sehen Sie hier eine Karte, in der das ehemalige Herzogtum Schleswig grau gefärbt ist. Das verlief seit dem Mittelalter bis 1864 von Nordschleswig im Norden bis Rendsburg im Süden. Das Deutsche Kaiserreich umfasste dann auch dieses Gebiet. Und als es dann 1920 zur Volksabstimmung kam, wurde die heutige Grenze nördlich von Flensburg festgelegt. Das Museum bekam dadurch eine grenzüberschreitende Rolle. Und während des Nationalsozialismus wurde es deshalb zum sogenannten Grenzlandmuseum. Die Handelsbeziehung im heutigen Grenzland hat zur Erweiterung der Sammlung von Beginn an eine wichtige Rolle gespielt. Denn schon vor und um 1900 orientierte sich der Museumsgründer Heinrich Sauermann an der Peripherie um Flensburg. Ein Denkmälerverzeichnis von 1887 listete nämlich schon sehr detailliert auf, in welchen Kirchen hier im direkten Umkreis die historisch wertvollen heiligen Figuren auf dem Dachboden stehen und langsam verfallen. Ja, viele dieser Figuren sammelte der Museumsgründer Sauermann auf seinen Ochsenkarren für seine Sammlung ein. Als Beispiel dafür sehen Sie jetzt rechts die Zeichnung aus dem Denkmälerverzeichnis der Provinz Schleswig-Holstein. Und die Marienfigur auf der Zeichnung ist es die ganz rechte, wie sie heute immer noch in unserer Sammlung bewahrt wird. Ich komme nun zu den aktuellen Untersuchungen der Provenienzforschung. Auch hier sind die Ankäufe im Zusammenhang mit dem damaligen Museumsdirektor zu sehen. Fritz Fugelsang war von 1928 bis 1961 Direktor des Museums. Und während des Nationalsozialismus hat er nachweislich unrechtmäßig entzogene Kulturgüter aus jüdischem Besitz angekauft. Nach ihm trat bis 1974 seine langjährige Assistentin in seine Fußstapfen. Fritz Fugelsang kam zudem aus Hadersleben.
heute jenseits der Grenze und entschied sich 1920, als die Volksabstimmung war, bewusst für die dänische Staatsbürgerschaft. Und durch diese personelle Kontinuität nach 1945 ist die Erforschung unserer Zugänge auch in der Nachkriegszeit so wichtig. Um einordnen zu können, in welche Richtung die Untersuchung der Handelsbeziehungen nach Dänemark erfolgt, kurz noch ein paar Worte ergänzend zu den Worten von Herrn Hartmann zur Zeit des Nationalsozialismus in Dänemark. Die Zeit des Nationalsozialismus und die Besetzung Dänemarks 1940 stellt sich im Gegensatz zu Frankreich oder auch den Niederlanden anders dar, da das dänische Volk im Sinne der NS-Ideologie als Teil einer in Anführungszeichen arischen Rasse betrachtet wurde. Dänemark blieb politisch unabhängig und unter der Führung des Königshauses. Es wurde also zu keinem Zeitpunkt ein Austragungsort größerer Kriegshandlungen. Eine Deportation von etwa 500 Personen jüdischer Herkunft gab es zwar 1943, aber über 7000 konnten vorgewarnt nach Schweden fliehen. In diesem Zusammenhang steht die Vermutung, dass es auch in Dänemark zu einem NS-verfolgungsbedingten Entzug von Kulturgütern kam, beziehungsweise Dänemark als Umschlagplatz genutzt wurde. Außerdem ist es gerade nach 1945 möglich, entzogene Kunstwerke auch Jahrzehnte später auf dem dänischen, also dass entzogene Kunstwerke später auf dem dänischen Kunstmarkt auftauchen. Mein erstes Fallbeispiel handelt von einem großformatigen Gemälde Jürgen Ovens, einem Maler aus dem Rembrandt-Kreis. Es ist eine Justitia-Darstellung von 1665, die 1953 in Kopenhagen angekauft wurde. Und hier sehen Sie links die Inventarkarte aus unserem Archiv. Man muss dazu sagen, wir hatten hier keine Kriegsverluste, was Inventarbücher angeht. Und es ist auch zu fast jedem Kunstgegenstand oder jedem Kulturgegenstand, der in die Sammlung kam, eine solche Inventarkarte, wie wir sie links sehen, manchmal ausführlicher, manchmal weniger ausführlicher vorhanden. Diese Inventarkarte besagt, dass das Bild 1953 für 2000 D-Mark bei einem Kunsthändler Becker in Kopenhagen angekauft wurde. Rechts das Gemälde, um das es sich handelt und wie es bis heute in unserer Sammlung bewahrt wird. Die Provenienzforschung ergab, dass es vermutlich ein Deckengemälde auf Schloss Gottorf war, wo Ovens ein viel beauftragter Maler der Herzöge war. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts tauchte es laut Literatur bei einem Kunsthändler in Kopenhagen auf, der es wohl nach Schweden veräußerte. Dann bleibt eine Provenienzlücke bis in die 1950er Jahre. Nähere Informationen zu Age Becker, dem Kunsthändler, der das Bild schließlich an das Flensburger Museum verkaufte, konnte erst durch die Sichtung einer Ermittlungsakte im Landesarchiv Schleswig-Holstein in Schleswig in Erfahrung gebracht werden. Das Verfahren der Zollfahndungsstelle wurde 1954 gegen Direktor Vogelsang und Kunsthändler Becker eröffnet, da Becker das Gemälde ohne Genehmigung über die deutsch-dänische Grenze geführt hatte. Demnach habe der Kunsthändler vom hiesigen Schulleiter vom Kaufinteresse seitens des Museums erfahren und das Bild dann mit einem Lastwagen nach Deutschland gebracht. Nachdem sich Becker und Vogelsang bezüglich des Preises, also 2000 D-Mark, einig waren, wurde der Ankauf sogar ausnahmsweise sehr zügig von der Stadt Flensburg, der Trägerin dieses Museums, genehmigt und der Ankaufsbeschluss wurde auf Becker Kopenhagen ausgestellt. Nachdem die Stadtkasse der Stadt Flensburg Vogelsang mitteilte, dass eine Barauszahlung an einen Ausländer aber nicht möglich sei, änderte er die Adresse in eine Flensburger Hoteladresse. Nachweislich ist es aber so, dort nächtigte der Kunsthändler zum Zeitpunkt des Verkaufs gar nicht. Gegen Becker wurde ein Ermittlungsverfahren in Dänemark wegen seines Vergehens gegen die Devisenvorschriften eingeleitet, in dessen Konsequenz er zu einer Geldstrafe verurteilt wurde.
Die Stadt Flensburg erklärte sich bereit, den Umsatzsteuerausgleich in Höhe von 80 D-Mark aufgrund der illegalen Ausfuhr des Gemäldes zu entrichten. Direktor Fugelsang zeigte sich bei der Verhandlung geständig, dass die Auszahlung gegen geltende Vorschriften verstieß. Zu seiner unglaubwürdigen Aussage bezüglich der Provenienz heißt es aber, ich zitiere, er will jedoch nicht gewusst haben, dass sich das Gemälde früher in Kopenhagen befand, sondern will der Meinung gewesen sein, dass Becker das Bild in Deutschland aufgekauft habe. Diese Einrede ist völlig unglaubwürdig und durch die glaubhaften Aussagen widerlegt. In einem weiteren Schreiben der Zollfahndung Flensburg wird deutlich, dass die Anklage wegen Urkundenfälschung nach Anhörung des Flensburger Oberbürgermeisters und seine Kulturdezernenten eingestellt wurde. Ob Fugelsang hinter den Kulissen für sein Tun von der Stadtverwaltung stark kritisiert wurde, man zur Vermeidung weiterer Probleme oder auch schlechter Presse, aber tiefergehende Ermittlungen im Rathaus für verzichtbar hielt, lässt sich heute nur mutmaßen. Man muss dazu sagen, dass das genau das untermauert, was schon oftmals Verdachtsmomente zeigen, nämlich dass man sich bewusst gedeckt hat, dass man nach außen gerne etwas vorgegeben hat, was hinter den Kulissen klar war, dass es eine Lüge ist. Für die Zeitung war die Kombination von Bildtitel und Gerichtsverfahren eine wirkliche Steilvorlage, die sich in Überschriften, Sie sehen es hier, wie Justitias Rache oder Justitia kommt vor Gericht niederschlug. Darüber hinaus verdeutlicht es Fugelsangs wirklich zweifelhaftes Verständnis von Recht und Unrecht. Ich komme nun zu meinem zweiten. Beispiel, nämlich Emils Mädchenkopf. Ja, in der Nachkriegszeit versuchte man hier das Sammlungsgebiet Expressionismus zu fokussieren. Durch die Aktion Entartete Kunst wurden lediglich 26 Werke Noldes und eine Barlachplastik beschlagnahmt. Aber dennoch für so ein Museum war das ein herber Verlust. Das verstärkte Interesse an Nolde-Werken lag auch darin begründet, dass der Maler in jungen Jahren in Flensburg beim Museumsgründer Heinrich Sauermann eine Ausbildung als Holzbildhauer absolviert hatte. Sehr frühe Ausstellungsbeteiligung 1907 bei der Brücke-Ausstellung, der ersten musealen Ausstellung der Künstlergruppe, und 1909 bei einer Einzelausstellung belegen außerdem seine Verbindung zum heutigen Museumsberg. Steigende Kunstpreise in der Nachkriegszeit und ein sehr kleiner Ankaufsetat führten dazu, dass die Sammlung vor allem mit Auflagendrucken erweitert worden war, die man bei den großen Auktionshäusern in Deutschland ankaufen konnte. Und in diesem Zusammenhang fiel mir in den Inventarbüchern für das Jahr 1956 der Ankauf von 4 Nolde-Grafiken, ein Holzschnitt, also der hier gezeigte Mädchenkopf von 1912, 2 Radierungen und ein Aquarell für insgesamt 920 D-Mark besonders ins Auge. Und in der Spalte, Sie sehen es ganz unten auf der Inventarkarte, erworben von, ist eine Frau Rosa Olesen aus Appenrade eingetragen. Und Sie sehen rechts einen Ausschnitt aus dem Inventarbuch mit den 4 Nolde-Ankäufen. 19 Abzüge gibt es laut Werkverzeichnis, also ist es wieder eine Auflage natürlich. Da gilt es immer zu gucken, welches dieser 19 Exemplare haben wir überhaupt. Die Autopsie der Originale brachte für den Holzschnitt Mädchenkopf von 1912 folgendes Resultat. Auf der Vorderseite ist oben auf dem Blatt der Name Grete Bonnichsen notiert. Auf dem Ausschnitt ist hier natürlich der Kontrast verstärkt, damit Sie das auch erkennen können. Eigentlich ist es eine leichte Bleistiftaufschrift. Und auf dem rückseitig wiederholt sich sogar der Name Bonnichsen. So heißt die Familie, in die die Schwester Katharina eingeheiratet hat.
Recherchen zu Nolde zum Kontext ergaben die Namen der Töchter Katharinas, nämlich Christine, Grete wie die Aufschrift und Marie. Aufgrund der Aufschrift Grete Bonnigsen auf der Vorderseite des Blattes ist neben einem Verweis auf die Provenienz aus der Familie des Künstlers auch möglicherweise ein Verweis auf die Dargestellte denkbar. Und aus diesem Vorbesitz, also Bonnigsen, Familienname aus Ort stemmelt, gibt es im Kunsthandel mindestens zwei Beispiele zu Nolde. Eine bei Christie's in London 1995 und Ketterer Kunst in München von 2003, die angeboten wurden. Und ginge man bei diesem untersuchten Werk von einem Verbleib in Familienbesitz bis nach 1945 aus, spräche dies für eine unbelastete Provenienz. Dennoch, und jetzt komme ich stärker in die Richtung Netzwerk. Wie nah Noldes Geburtsort, nachdem er sich benannt hat, eigentlich hieß er Hansen, unmittelbar neben Stemmelt liegt, das, was wiederum in der Nähe zum Flensburger Museum gelegen ist, soll diese Grafik zeigen. Die Kleinstadt Appenrade, in der die Kunsthändlerin Olesen tätig war, liegt in Nordschleswig, dem seit 1920 zu Dänemark gehörenden Teil des ehemaligen Herzogtums Schleswig, kaum 30 Kilometer vom Geburtsort Emil Noldes entfernt. Zudem sind es von Flensburg aus nur 35 Kilometer nach Nolde und Stemmelt, beziehungsweise 40 Kilometer nach Appenrade. Neben der Untersuchung des Blattes wurde im Laufe des DZK-Projekts die Verkäuferin Rosa Olesen zum Gegenstand der Forschung gemacht. In den Inventarbüchern, mit denen zwischen 1945 und 1974, das ist der Zeitraum des aktuellen DZK-Projekts, etwa 6.500 verzeichneten Objekten, blieb sie bei einer Voruntersuchung absolut unentdeckt. Sie wurde nämlich nicht wie üblich mit dem Zusatz Kunsthändlerin gelistet oder Antiquitätenhändlerin. Rosa Olesen wirkte daher wie eine Privatperson mit einem in Dänemark wirklich sehr verbreiteten Nachnamen. Weitere Recherchen ergaben, dass sie zum einen als professionelle Verkäuferin agierte und zum anderen ab Mitte der 1950er Jahre eine sehr häufige Handelspartnerin des Museums war. Nicht nur direkte Verkäufe wie bei der hier untersuchten Grafik haben stattgefunden. Auch bei dem wichtigen Auktionshaus Krohn Rasmussen in Kopenhagen ersteigerte sie wertvolle Gemälde im Auftrag des Museums. Beziehungsweise verkaufte sie auch nach Auktionen von ihr ersteigerte Kunstwerke ans Museum weiter. Die Nachforschungen zu Rosa Olesen konnten eindeutige Verwicklungen in die nationalsozialistische Bewegung in Dänemark belegen. Insbesondere gilt das für ihren Ehemann Axel Olesen, der bis zu Beginn des Zweiten Weltkriegs bei seiner Frau im Kunsthandel tätig war. Seine Rolle während des Nationalsozialismus gibt Anlass dazu, mindestens die bei Rosa Olesen direkt erworbenen Werke als NS-Raubkunst zu verdächtigen. Er hatte nach Stationen bei Lokalzeitungen eine Karriere bei der DNSAP, also der Dänischen Nationalsozialistischen Arbeiterpartei, eingeschlagen und arbeitete von 1933 bis 1937 als Redakteur für das parteieigene Blatt Nationalsozialisten. Nach der Zeit der deutschen Besatzung war er bis September 1945 im Gefangenenlager Vorhus, also auch hier in der Nähe, wo man dänische Kollaborateure internierte. Man warf Axel Olesen nämlich eine Nähe zum Nationalsozialismus vor und das genügte für diese Zeit. Soll sein Sohn Kontakt zur dänischen SS gehabt haben. Seine Frau Rosa Olesen soll eine sehr stark nationalsozialistische Einstellung aufgewiesen haben. So wird auch gesagt, dass sie Bilder Adolf Hitlers an den Wänden ihrer Wohnung
hatten. Von welcher Seite die Anklagen damals stammten, blieb unklar und Olesen stritt alle Vorwürfe ab. Nach seiner Freilassung wurde der Kunsthandel zur Haupteinnahmequelle der Eheleute, weshalb durchaus ein Handel mit NS-Raubkunst aufgrund weiter bestehender Netzwerke, die ich hier in der Kürze der Zeit nicht ausführen kann, annehmbar ist. Zudem findet man auch seinen Namen bei 43, wo er samt der Berufsbezeichnung Redakteur auf einer Blacklist stand, auf der alle gesperrten Bankkonten der Dänischen Nationalbank publiziert wurden. Diese Datei wurde 1946 an den Washingtoner Geheimdienst für das Projekt Safe Haven übermittelt, das der Beschränkung finanzieller Netzwerke der Deutschen und Vorbeugung eines erneuten Kriegs diente. Neben direkten Verkäufen wie der hier behandelten Nolde-Grafik sind aus dieser Zeit mittlerweile 9 Fälle wertvoller Gemälde aus dem 19. Jahrhundert nachweisbar, die Rosa Olsen zuvor bei dem renommierten Auktionshaus Brun Rasmussen in Kopenhagen erwarb, beziehungsweise im Auftrag des Museums dort ersteigerte. Das Erkennen dieser Zwischenhändlerin wurde erst im Zuge der Provenienzforschung möglich. Die Verknüpfung der zunächst als Privatperson gesehenen Verkäuferin mit dem Auktionshaus Brun Rasmussen als Zeichen des deutsch-dänischen Handelsnetzwerks war hier zuvor gänzlich unbekannt. Allerdings ist eine Kooperation mit dem dänischen Auktionshaus zur Klärung von Provenienzen, nämlich neben den Ankäufen über Olesen sind auch direkte Ersteigungen wertvoller Gemälde durch das Museum bekannt. Leider, also wirklich leider, und ich bin darum sehr traurig, schwierig, da man dort auf Nachfragen mit Verweis auf Diskretion gänzlich ausweichend antwortet. Ich komme zum Schluss. Abschließend ist zu sagen, auch Dänemark unterzeichnete 1998 die Washingtoner Prinzipien, in denen das Bestreben der 43 Staaten nach der Suche nach NS-Raubkunst und die Verfügbarkeit relevanter Unterlagen für die Provenienzforschung festgelegt wurden. Gerade die Ankäufe aus der Nachkriegszeit machen einen fachwissenschaftlichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen unerlässlich. Die bislang erfolgten Recherchen am Museumsberg und auch Forschungen einer ehemaligen Kollegin von Schloss Gottorf sowie weitere Auskünfte aus Museen jenseits der Grenze zeigen, dass die 5 Kilometer bis nach Dänemark einen noch sehr großen Unterschied machen im Umgang mit Zeugnissen der Vergangenheit zum Aufspüren von NS-Raubkunst. Dennoch waren alle dänischen Kollegen und Kollegen im wissenschaftlichen Bereich, also Museen und Universitäten, sehr aufgeschlossen und interessiert, was dieses Thema angeht, weil sie es auch als Desiderat sehen. Zudem haben sie mir alle versprochen, dass sie mich im Hinterkopf behalten und auch gerne auf mich zurückkommen, falls sie etwas zum möglichen Handel mit NS-Raubkunst in Dänemark erfahren. Das ist sehr wichtig, dass auch gerade auf Tagungen, auf die ich so nicht komme, weil es diese spezielle dänische Netzwerke sind, darüber gesprochen wird und immer wieder gesagt wird, ja, da lebt jemand hinter der Grenze, der interessiert sich dafür. Und wie so oft in der Provenienzforschung werden die andauernde Vernetzung auf diesem Spezialgebiet sowie fortlaufende Recherchen zu weiteren Ergebnissen führen. Ja, und nun bedanke ich mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.